Okay, herzlich willkommen hier bei uns im Hof der Regenbogenfabrik. Es wird zwar langsam dunkel, aber auf der Bühne ist es hell. Das ist ja fast schon Theater. Wir machen so lange wie möglich aus dem Hof, damit wir das gute Wetter ausnutzen, dass wir uns ein bisschen lockerer setzen können als oben im Saal. Das ist nun mal der Zeit geschuldet. Aber ich hoffe, ihr findet euch hier gut zurecht. Wir haben auch gleich noch mehr Stühle, wenn es sein muss. Herzlich willkommen im Hof der Regenbogenfabrik zu einer Buchvorstellung, einer ganz besonderen Buchvorstellung auf den Spuren der Berliner Mauer und das in zwei Sprachen. Wir haben hier bei uns sitzen Ella Kargol, die das Buch initiiert hat, und Eva Maria Slaska, die das Buch in die Welt gebracht hat. Und deswegen, ich räume die Bühne und sage herzlich willkommen und übergebe den beiden Frauen das Wort. Okay, nochmal. Guten Tag oder guten Abend. Zuerst wollte ich kurz zum Ablauf des Abends etwas sagen. Ich werde jetzt die Sache moderieren, erzähle ein bisschen zum ersten und zum zweiten Teil der Veranstaltung ein paar Worte. Im ersten Teil bei der Präsentation des Buches Schladami Muru Berlinskiego auf den Spuren der Berliner Mauer werden auf der Bühne eigentlich Ella Kargol, Autorin, sitzen und Dorota Zigan, Übersetzerin, die auch den deutschen Text vorlesen wird. Wir freuen uns dann, Dorota, hallo, danke, dass du gekommen bist. Zuerst wollte ich nur ein paar Worte zu dem Buch selber sagen. Die Sache war so, er kann es nicht aushalten. Ich bin eine Bloggerin, aber eine besondere Art von Bloggerin. Das heißt, ich schreibe nicht nur selber, sondern ich habe ganz viele Autoren, so ungefähr 300. Aber natürlich, das ist wunderbar gesagt, meistens sind es 10 oder 20 Autoren, die in einem gewissen Zeitabstand regelmäßig für meinen Blog schreiben. Der Blog heißt evamaria.blog. Es ist sehr einfach zu finden. Ella war schon lange eine von meinen Autorinnen oder Autoren und Autorinnen. Und Ella hat vorgeschlagen, dass wir die Texte über Fall des der Berliner Mauer veröffentlichen. Sie hat vorgeschlagen, dass sie es mit ihrer Freundin Joanna Trümner gemeinsam macht. Das machten sie zeitlang, fuhren und gingen der Mauer entlang, schrieben die Texte, Ella machte wunderbare Fotos. Ich veröffentlichte das auf dem Blog. Dann erkrankte Joanna leider und Ella hat es selber gemacht. Als fast genau vor einem Jahr, am 10. Oktober 2020, Joanna gestorben ist, habe ich eigentlich sofort die Idee gehabt, dass wir das Buch mit den Texten von den beiden, von Joanna Trümner und von Ella Kargol, zum Thema Mauer, Berliner Mauer herausgeben. Dann zeigte sich, dass sie nicht alles beschrieben haben, was notwendig ist. Deshalb luden wir noch Christina Kojivic ein. Und so ist textmäßig das Buch entstanden. Das Weitere ist schon eine wunderbare Geschichte,
die ich das erste Mal in meinem Leben ausprobiert habe. Nämlich, wir haben ganz einfach im Januar dieses Jahres auf Facebook gemeldet, dass wir das Geld für die Herausgabe des Buches sammeln. Und natürlich, wir sammelten das Geld nicht für unsere Honorare, das haben wir alle alles umsonst gemacht, aber wir brauchten das Geld für technische Sachen, für bürokratische Sachen, ISBN-Nummer, Streichcode und so weiter. Drucken. Aber vor allem für Drucken. Und wir haben so viel Geld angesammelt, dass nachdem wir das Buch das auf Polnisch gemacht haben, haben wir Entscheidung getroffen, wir haben genug Geld, um das Buch auf Deutsch auch herauszugeben. Zwei Übersetzerinnen sitzen da, eine kommt gleich auf die Bühne, die andere sitzt neben ihr. Also wir bedanken uns bei Dorota Zygan und Ella Jagiełło für wunderbare Übersetzung und so ist das Buch auf Polnisch und auf Deutsch entstanden. Wir haben das Buch noch, man kann es kaufen. Es ist wirklich, meine Damen und Herren, sehr, sehr billig. 5 Euro pro Stück. Also kaufen, 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 solange Vorrat reicht und schon an Geschenke zu Weihnachten denken. Und jetzt möchte ich Dorota Zygan auf die Bühne bieten. Dorota, pass auf alle möglichen Kabel, die hier sind. Und bitte komm. Ella, ja, chciałam, żebyś ty zaczęła parę słów okay. Przeczytała. Chodź. Tak? Soll ich jetzt erzählen, wie das Buch, oder soll ich... Nie, przeczytaj kawałek po polsku. Ja mam przeczytać całość tego? Tak. Ja mam tutaj coś. Ale mikrofon. Tu mi kazał pan mówić. Okej. Okay. Also ich erzähle vielleicht doch kurz, dass wir das mit Joanna 2019 wollten wir die Mauer entlang der Mauerwegs umfahren mit den Fahrrädern, diese 160 Kilometer, Strecke um Strecke. Und wir wollten die Texte dann bei Eva, wie sie schon sagte, veröffentlichen. Joanna sollte eigentlich schreiben, ich wollte die Fotos knipsen. Es ist alles anders gegangen wie geplant. Wir haben uns das erste Mal an der Eastside-Galerie getroffen. Joanna war ein paar Tage zuvor an einem Konzert in Mercedes-Benz Arena und dachte, ach, da fangen wir hier an. Das nächste Treffen fand an der anderen Seite von Spree, an dem anderen Ufer. Und wir haben uns getroffen an Orten, an Stellen, wo die Mauer verlief, aber umgefahren sind wir die Mauer doch nicht. Joanna, also wir wollten mit dem Projekt haben im Frühjahr 2019 angefangen. Wir wollten mit dem Projekt bis Herbst, bis 9. November 2019 fertig sein und die Texte auf Evas Blog zu veröffentlichen. Das ist uns gelungen, nur anders, ein bisschen anders. Joanna verreiste im Sommer und dann habe ich mich getraut, die Texte weiterzuschreiben über die Mauer. Deshalb habe ich auch, Mücken, habe ich auch weiter die Texte geschrieben. Als Joanna auch erkrankte, habe ich auch ein paar Texte geschrieben. Ich glaube, später nach ihrem Tod habe ich auch 2 Texte über die Mauer geschrieben. Jetzt würdest du was vorlesen, ja?
Ja, ich habe die ehrenvolle Aufgabe bekommen und Eva macht das extra so, weil sie weiß, dass ich auf keinen Fall eine Bühnenpersönlichkeit bin. Ich kann Ihnen nur versichern, ich kann lesen. Ob ich vorlesen kann, wird sich zeigen. Also es ist ein bisschen ein Kunststück hier in dieser Beleuchtung. Wir haben beide an dem Text gesessen. Später Jagero, die direkt vor mir steht, und ich bilde mir ein, dass sie mich jetzt geistig unterstützt bei diesem Kunststück. Wir haben uns da mit der sprachlichen Seite beschäftigt und waren natürlich die ganze Zeit damit zu tun, irgendetwas noch zu finden, was uns nicht gefallen hat und was man noch glätten könnte. Uns selbst hat das sehr viel Spaß gemacht, mir zumindest deshalb, weil ich die Mauer nicht viel persönlich kannte. Ich war ein paar Mal zu Besuch bei meiner Mutter damals vor dem Mauerfall, aber sehr groß ist die Erfahrung auch nicht gewesen, außer mit dem, ich bin mit dem Kontakt mit dem späteren Tränenpalast gekommen, aber sonst darüber hinaus nicht viel. Also war das für mich ein etwas Interessantes. Wir werden feststellen, wenn Sie das Buch erwerben oder einfach sich ausleihen von anderen, dass wir Polen ein bisschen andere Sicht auf die Mauer haben und dass Sie das vielleicht mal erstaunt. Aber das ist, ja. Das ist vielleicht eine Anregung zur Lektüre. Ich hoffe das. Jedenfalls soll ich hier 3-4 Seiten vorlesen. So wurde das beschlossen. Und ich bildete mir ein, dass ich den Text noch im Kopf habe. Nein, der Dolmetscher und der Übersetzer ist so, hier rein, hier raus, danach kommt etwas Neues und er vergisst das sehr schnell. Mit dem Licht sehr ist schnell. Okay? Irgendwie, ja. Irgendwie. Das ist schon, muss ich ja schaffen. Okay. 13. Dezember 2020, Berlin. Immer noch geteilt. Ich machte mich von meinem Westteil aus auf den Weg in den Osten, in einen Bezirk, der nach der Wiedervereinigung mit einem Westbezirk zusammengelegt wurde, sodass sie Friedrichshain-Kreuzberg bilden. Es trennt sie die Spree. Die Oberbaumbrücke dagegen, die früher die Stadt, den Staat und den Kontinent teilte, verbindet nun die beiden Bezirke und ist in ihr Wappen integriert. Volkspark Friedrichshain, dessen Anfänge Peter Josef Lenné zu verdanken sind, ist der älteste öffentliche Park in Berlin, der zweitgrößte nach dem Tiergarten. Angelegt zum 100. Jahrestag der Krönung Friedrichs des Großen, entworfen von Heinrich Gustav Meyer, erstreckt sich der Park auf einer Fläche von über 52 Hektar. Ich bin noch nie hier gewesen. Heute ist der 13. Dezember, für alle Polen ein wichtiges Datum, denn, so der Lyriker Marek Maj aus Szczecin, wir sind alle ein wenig vom Dezember. Ich kam etwas früher, um mich umzuschauen. Ich wollte unbedingt die Skulpturen am Märchenbrunnen sehen. Von Ludwig Hoffmann entworfen wurden die Figuren aus Grimms Märchen vor allem von Ignatius Tascher angefertigt. Ich hätte mir denken müssen, dass dies die falsche Jahreszeit war. Dezember, obendrein der 13. Da wurden Rotkäppchen, Dornröschen, Aschenputtel und andere Märchenfiguren halt interniert. Sie wurden in Holzkisten gesteckt und müssen bis früher warten. Nun warte ich auch. Auf der anderen Parkseite halten sich andere Figuren, diesmal nicht aus Märchen, im brüderlichen Schulterschluss, und sie halten Wache über das Andenken des sowjetischen Befreiers, eines polnischen Helfers dazu und des deutschen Antifaschisten. Das Denkmal des polnischen Soldaten, des deutschen Antifaschisten, hat die polnische Aktivistin der Bewegung Dziewuchy Berlin, Anna Krenz, im Herbst 2020 im Denkmal der Kämpfende für eure und unsere Freiheit aller Kämpfenden, auch Frauen, umbenannt. Das Denkmal steht im Volkspark Friedrichshain seit 1972. Es wurde von den damaligen Regierungsangehörigen beider Staaten weihevoll und feierlich enthüllt. Zentral stehen zwei große Betonsäulen, um die eine bronzene Fahne weht. Für die Betrachter der beiden etwas tiefer angebrachten Wappen ist es leicht, die Staaten und die politischen Systeme zu erraten. Hinter den Säulen steht eine längliche Wand, zweisprachig in Stein gehauen, für eure und unsere Freiheit und Zanaszą und Waszą Wolność.
Es wird immer jemand für unsere Freiheit kämpfen. Seit dem Novemberaufstand 1830 gegen das zaristische Russland, als diese Worte von Joachim Lelevel, ebenfalls zweisprachig, die zweite Sprache war Russisch, auf den Fahnen standen, bleibt diese Parole bis heute aktuell. Zum 39. Jahrestag der Verhängung des Kriegszustands in Polen gingen nicht nur in polnischen Städten Frauen auf die Straße. Sie sind es, die heute zum Kampf antreten. Dziewuchy Berlin haben das Treffen am Denkmal initiiert. Ein Jubiläumstreffen mit dem Blitz als Zeichen der aktuellen Frauenproteste 2020 im Hintergrund. Bravo Dziewuchy Berlin, ein Donner über dem Denkmal. Hinter dem gepflegten, exponierten Denkmal mit stark maskuliner Symbolik gibt es einen sehr verwahrlosten Duft- und Behindertengarten. Auf der Stelle nahm ich den Duft einer gewissen Heilpflanze wahr und sah eine Gruppe junger Menschen, die zwar auch pandemiebedingt illegal, aber dennoch dafür sorgten, den Garten gemäß seiner Bestimmung, nämlich als Duftgarten, zu nutzen. Mich interessierte daran etwas anderes, und zwar eine Skulptur im ähnlich vernachlässigten Zustand. Mutter mit Kind. Sie stammt von Edmund Gomanski, 1854-1930, dem gebürtigen Stettiner und Urheber des Ceres-Springbrunnens in Oppeln. Schade, dass Mutter mit Kind in Vergessenheit geraten ist. Einen solchen Abschluss meiner Exkursion zum anderen Ende Berlins habe ich hier noch nicht erwartet. 30 Jahre nach dem Mauerfall spürte ich, dass diese Stadt nach wie vor geteilt ist. Aber lassen Sie mich von vorn beginnen. Als ich in Friedrichshain ein Taxi bestellte, dachte ich nicht daran, aus welchem Viertel der Taxifahrer stammen könnte. Wir fuhren nach West-Berlin in meine Richtung nach Wilmersdorf. Ich stieg direkt am Denkmal ins Taxi. Von weitem war Musik zu hören. Dziewuchy Berlin im Hintergrund schleuderten Blitze und Flüche. Es donnerte. Der Taxifahrer fragte missbilligend, ob dort eine Party stattfinde. Ich antwortete wahrheitsgemäß, nein, das sei nur eine Jubiläumsveranstaltung. Erklärt habe ich dazu nichts. Wir kamen bis Schöneberg und gar keinen Meter weiter. Sie fahren wohl nicht so oft mit dem Taxi? Das lerne ich erst, erwiderte ich. Denn einem Taxifahrer aus dem Osten muss man wenigstens ungefähr einen Anhaltspunkt geben. Die Adresse allein reicht nicht. Ähnlich wie ich nutzte der Herr Taxifahrer die neuesten technischen Errungenschaften nicht. Hier kenne ich schon jede Ecke. Ich werde sie lotsen. Nur habe ich nicht daran gedacht, dass ich hier jeden Fahrradweg kenne. Wir irrten eine Weile herum und suchten den Weg nach Hause, zu mir. Was haben Sie denn in dem Stadtteil gemacht? Also erzählte ich, dass ich zunächst die Märchenfiguren aus Märchenbrunnen sehen wollte, dort noch nie gewesen bin und anschließend zum Denkmal ging, das ich nur vom Hörensagen und von Fotos kenne und dass heute der 13. Dezember sei, der Jahrestag des Kriegszustands in Polen und dass am Denkmal die Dziewuchy Berlin, hier erklärte ich das, was das für eine Aktivistinnengruppe sei, eine Performance und Jubiläumsfeierlichkeiten organisierten. Begeistert war er wohl nicht, eher nach wie vor über die laute Musik entrüstet. Sicherlich war ihm von Jubiläumsfeierlichkeiten ein anderes Zeremoniell bekannt. Die Soldaten drehen sich wohl im Grab um, so geht es nicht. Ich entgegnete darauf, dass ein Denkmal sei wohl niemand begraben. Ja. Ihre Knochen sind überall in ganz Deutschland. Kurz später fügte er präziser hinzu, in ganz Ostdeutschland. Schweigend führen wir weiter. Plötzlich unterbrach der Osttaxifahrer das Schweigen. Vier Panzersoldaten und ein Hund. Eine Weile wusste ich nicht, worum es ging, ob er sich nicht wieder verfahren hat. Ach nein, er meinte die Filmfiguren, assoziierte sie mit dem Denkmal. Woher kennen Sie das? Dass ich es kenne, ist schon eine Antwort. Wir haben diese Serie auch gern geguckt. Wir auch. Wahrscheinlich sogar noch lieber. Wie kann man denn gern einen Film über die eigenen Landsleute sehen, die den Krieg verlieren, Mörder sind und, als wäre das nicht genug, auf jedem Schritt und Tritt ausgelacht werden? Fragte ich kühn. Daraufhin sagte er, in Deutschland habe es auch Antifaschisten gegeben. In Geschichte kennen Sie sich wohl aus, oder? Die Geschichte kann leicht manipuliert werden, erwiderte ich.
Wir schwiegen. Ich merkte, dass ich auf brüchigem Eis stand. Aber auch er wurde vorsichtig. Auf einmal fing er an, vor sich hin zu summen. Ich schloss mich an. Er sagte, den Text kenne er nicht mehr, aber das sei ein wunderschönes Lied. Also begann ich auf Polnisch zu singen. Deszczenie spokojne, potargały sad. Die deutsche Version kannte ich nicht. Erst zu Hause fand ich sie im Internet. Stürmisch ziehen Wolken bis zum Horizont. Und wir werden folgen, wir ziehen an die Front. Wird der Feind bezwungen, ist der Sieg errungen und der Krieg ist aus. Dankeschön. Danke. So, nicht, dass ich das Falsche... Okay. Zu dieser Geschichte möchte ich vielleicht kurz erzählen. Es war keine Mauergeschichte, obwohl doch... Als wir so gesprochen haben im Taxi, also als ich entdeckt habe, dass dieser große Unterschied zwischen noch Ostseite ist und Westseite, deshalb ist dieser Text auch in dem Buch erschienen. Ich wollte dazu auch sagen, dass in diesem Buch überall, nicht nur in diesem Text von Ella, sondern in allen Texten, wird der Leser erfahren, dass es total anderes Buch ist, dass es absolut nicht so ein Jubiläumsbuch über die Berliner Mauer ist, sondern dass die Autorinnen, alle drei, das heißt Joanna Trümner, Ella Kargol und Krystyna Koziewicz, alle drei haben ihre private eigene Perspektive gezeigt. Und für Polinnen war die Mauer total anders. Sehr oft im Buch gibt es so eine Ausrede oder Aussage, naja, die Mauer war da, aber wir haben unser Leben. Diese Mauergeschichte war nur ein Hintergrund des Lebens der Immigrantinnen, polnischen Migrantinnen in Berlin. Dabei aber habe ich Ella Jagiełło, die andere Übersetzerin des Textes, des Buches, gefragt, ob sie selber uns heute etwas zu Mauer sagen würde. Und sie sagte, ja, klar, aber ich sah es total anders. Dann, Ella Jagiełło, bitte komm auf die Bühne und erzähl uns ein bisschen, wie es mit dir war und mit der Mauer. Ja, tatsächlich, das Licht ist sehr scharf. Also meine Geschichte ist eine etwas andere, weil ich einen Schüleraustausch an einem Schüleraustausch teilgenommen habe als Jugendliche. Und die Familie, die ich immer wieder besuchte danach, wohnte in Prenzlauer Berg, Kollwitz-Kiez, den ich damals sehr, sehr gut kannte, der sich jetzt auch gewandelt hat. Und zum Studium bin ich dann in den 80ern nach Berlin-West gekommen. Also kenne ich die Mauer von beiden Seiten, sozusagen. Und die erste Zeit, als ich in Berlin-West noch keine Freunde hatte, hatte ich ja meine Ost-Berliner Freunde, die mich nicht besuchen durften. Also musste ich sie besuchen. Wir durften ja hin und zurück immer mal wieder. Und die haben mich immer zu Partys eingeladen. Ich bin dann am Samstag
zu einer Party, sagen wir 18, 19 Uhr, hingefahren über, über den Trennenpalast, Friedrichstraße. Da stand ein Auto von Freunden und die haben mich dann zur Party gebracht. 5 Minuten vor Mitternacht bin ich dann zurück zum Trennenpalast, um vor Mitternacht zurück nach Berlin-West zu kommen und nochmal durch diese Zollkontrolle und Passkontrolle zurück wieder nach Ost-Berlin, 5 Minuten nach Mitternacht. Ich nannte das immer, das war die Aschenputtelnummer. Ja, und dann ging die Party weiter und es dauerte bis zum Morgengrauen meistens und dann fand ich meinen Weg wieder in mein Studentenheim in den West-Berliner Bezirken. Deswegen möchte ich sagen, dass man im Osten, Ost-Berlin, die Mauer gar nicht wahrgenommen hat. Es stand dort keine Mauer in dem Sinne. Es standen dort irgendwelche Zäune, auf denen Plakate klebten, über neue Filme oder neue Theaterereignisse oder sonstige Sachen. Während im Westen die Mauer unglaublich präsent war und jeder wusste, wo die guten Aussichtsplattformen sind, um die Soldaten, die dort in dem Todesstreifen marschiert sind, zu beobachten. Alle Freunde von mir, die dann nach West-Berlin kamen, um mich zu besuchen, wurden von mir dorthin gebracht, wo die schönsten Mauerbilder waren oder wo die schönsten Aussichtsplattformen waren. Aber mein Lieblingsstück war der Weg mit dem Doppeldeckerbus nach Steinstücken. Wie Sie wissen, Steinstücken war eine amerikanische Exklave, die erstmal nicht mit West-Berlin verbunden war, mit keiner Straße. Deswegen, die Menschen, die dort wohnten und die Soldaten, die dort stationierten, wurden mit Hubschraubern zur Schule oder zur Arbeit gebracht und dann wieder zurückgebracht. Erst dann haben die DDR-Machthaber entschieden, dass doch eine Straße gebaut werden musste. Und das war die gespenstischste Straße in ganz West-Berlin, weil der Doppeldeckerbus fuhr zwischen zwei Todesstreifen. Es war eine schmale Straße, rechts ein Todesstreifen, links ein Todesstreifen, von beiden Seiten die Mauer. Alle Menschen, die mich besucht haben, sei es aus Dänemark, aus Österreich oder aus Frankreich, wo ich Freunde oder Verwandte hatte, mussten diese Strecke mit mir durchfahren, mit diesem Doppeldeckerbus und von oben gucken, wie gespenstisch das war und wie schrecklich dieses Land und diese Stadt geteilt war. Danke sehr. Wird es gehen? Ich wollte nur fragen, ob man mich auch hört. Ja. Ja, gut. Okay. Dann wollte ich sagen, dass ich absichtlich Ella Jagiełło eingeladen habe, dass sie total andere Geschichte erzählt, als wir in unseren Büchern haben, weil ich denke, jeder von uns kann solche Geschichten erzählen. Auch sie, all die Menschen, die da im Publikum sitzen. Und ich würde vorschlagen, dass Sie diese Geschichten schreiben und mir zu meinem Blog zuschicken. Vielleicht geben wir das nächste Buch heraus. Okay, damit beenden wir den ersten Teil heutigen Abend. Jetzt beginnt ein kleines Buffet. Der wird da hinten stattfinden. Wenn ihr euch umdreht, da seht ihr zwei Kerzen. Und da wird Buffett aufgebaut und ihr seid alle herzlich eingeladen. Nicht zu lange bitte, weil danach haben wir eine andere Veranstaltungsteil mit Zbigniew Milewicz, der aus München angekommen ist. Und wir werden über total andere Stadt reden und über total andere Zeiten. Aber das nach dem Buffet. Jetzt guten Appetit. Danach.
widzenia. Do widzenia, do widzenia. Danke, auf Wiedersehen. Das ist nur für Stream, nicht für euch. Ihr geht zum Buffet. Und bitte sehr zu mir kommen und Bücher kaufen. Unbedingt.